Hallo und herzlich willkommen zu meinem Weihnachts-Special, Weihnachtskalender-Event, Video, 24.12. Wir haben heute den 21.12., wo ich das Video mache, einen Tag nach unserer Pete's Meet Weihnachtsfeier, die wir gestern hatten, mit den üblichen quasi zu 6 Verdächtigen plus dem lieben Domi und dem Lefanko. Und ja, das war echt schön, war wunderschön, war echt geil, halt wieder die Freunde wiederzusehen und hat echt Laune gemacht. Wir waren erstmal lecker essen in einem Steakhouse, lecker Fleisch, da habe ich schon ein leckeres Steak gegessen. Hier gibt es übrigens ein kleines Video zu dieser Weihnachtsfeier. Oh, oh. Wir haben jetzt hier, ich krieg jetzt 10 Euro. Also wir sind schon auf der Aufnahme. Ja, wir sind schon in der Aufnahme. Ich krieg jetzt 10 Euro, wenn ich jetzt den Darm von einer Garnele esse, ja? Ja, aber wir wissen, dass das größtenteils nur Plankton und Sand ist. Da ist aber noch Scheiße drin. Wow! Weg! Ja, weg! 10 Euro für mich? Alter! Ja, leider verloren, Hani frisst halt auch Scheiße, aber. Nee, nicht. Das ist halt normal. Was? Ja, das war so wie Scheiße gefressen. Scheiße. Oh. Und danach sind wir dann noch ein bisschen weiter gegangen in eine Bar und haben dann lustigerweise auch noch Erik und Walle getroffen und Pandora und haben halt noch ein bisschen mit denen getalkt. Deswegen haben wir uns da halt mega verplappert und war echt cool. Hier ist übrigens auch wieder der Terrorhund. Aha, Fritzi, du bist ganz schön groß geworden seit einem Jahr. Ich weiß gar nicht, wann haben wir ihn geholt, den Fritz? Ich glaube am 28.12. oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall zwischen Weihnachten und Silvester. So lange bist du jetzt hier schon, ne, in Weeze. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier, wie gesagt, in Weeze, auch bei meinen Eltern wieder im, und deswegen auch nur eine Handykamera. Ich habe nämlich kein Facecam dabei, beziehungsweise keine Webcam dabei, um wirklich ein vernünftiges Video zu machen mit Greenscreen oder sonst was. Deswegen bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Aber wo war ich stehen geblieben? Ich war bei der Weihnachtsfeier gestern, genau, da haben wir noch ein bisschen mit Erik und Walle uns verquatscht und war echt schön mit denen und dann ging es dann irgendwann abends wieder zu Peter, da habe ich dann übernachtet und jetzt am nächsten Tag wieder schön nach Hause gefahren und ja. Ja, ich werde jetzt natürlich Weihnachten mit meiner Familie feiern. Es ist so, dass wir das immer so machen, da ich ja 4 ältere Brüder habe und die schon auch ihre eigenen Familien haben, feiern diese dann ihre Weihnachten am 24. halt bei sich zu Hause. Und deswegen mache ich das so, dass ich zu meiner Freundin fahre. Am 4. beziehungsweise morgen. Deswegen mache ich jetzt schon das Video, damit das dann vernünftig online kommt. Und am 24. werde ich, wie gesagt, dann bei den Eltern meiner Freundin Weihnachten feiern. Und dann am ersten Weihnachtstag wird sich dann meine ganze Familie hier wieder treffen. Und ich freue mich schon richtig drauf. Und ja, Flöte spielen wird ein bisschen schwer. Klappt leider nicht mehr so ganz so gut. Das mal probiert wieder, aber das, wenn man das nicht übt, dann bist du halt direkt raus und dann kannst du es voll knicken. Fritz, hör auf, mir in die Finger zu beißen. Und ja, ich freue mich echt schon wieder. Also das ist echt immer das. Man freut sich halt einfach, wenn man zusammen mit der Familie wieder ist und halt klönt zusammen. Ich sehe sie auch mittlerweile relativ selten pro Jahr. Es liegt halt einfach daran, dass ich halt in Gießen und bin und ja, das Jahr halt extrem anstrengend war. Um mal so einen kleinen Rückblick zu bringen, also bin ich halt, glaube ich, schon froh, dass dieses Jahr 2014 bald hinter uns ist, also für mich, weil es war echt anstrengend, YouTube und Studium unter einen Hut zu kriegen, denn, also früher ist es halt, ging es halt ohne weiteres, ne? Man hatte halt seine Vorlesungen, man musste nicht immer zwangsläufig zu jeder Vorlesung hin, man konnte doch schon relativ leger, sag ich jetzt mal, die Videos zusammen aufnehmen und Termine finden und so weiter. Und dieses Jahr war es halt echt der Shit, weil ich halt erstmal außerhalb mein Praktikum machen musste. Da bist du dann halt ein halbes Jahr und arbeitest,
morgens bzw. abends und danach dann noch die Videos zu machen, das ist halt schon echt krass. Und dann natürlich dann in der Uni selber, da war man, hatte ich ja dieses Rotationsjahr, da war ich dann durch die ganzen Kliniken rumgelaufen, und das war halt auch extrem anstrengend, wie gesagt, dann Termine zu finden. Man muss ja auch noch zwischendurch mal wieder was lernen. Ne? Man darf natürlich auch das nicht außer Acht lassen. Und man hat natürlich auch noch irgendwie so ein Privatleben, was man gerne führt. Und ja, das ist halt echt, puh. Das war schon krass. Deswegen echt großen, großen Respekt an Sepp, der wirklich sein Ingenieursmaschinenbau, seine Maschinenbauarbeit hat da in der Schokoladenfabrik und auch noch abends Pizmeet aufnimmt, ja, und halt auch Singleplayer-Sachen, FIFA und Assassin's Creed, das finde ich krass. Also das habe ich echt dieses Jahr, also ich kann das wirklich vollkommen krass nachvollziehen, weswegen Sepp halt auch echt manchmal ganz schön im Arsch ist, kann ich verstehen. Kommt mir auch, das ist echt krass. Also wie gesagt, meinen größten Respekt für Sepp, das muss echt mal so in diesem Video gesagt werden, finde ich. Und, ja, und dann, wie geht's jetzt weiter nächstes Jahr, 2015? Also, ich hoffe, dass es ein ganz cooles Jahr wird. Aber Fritz, du bist echt bescheuert, weißt du das? Das liegt halt daran, dass ich mich dazu entschieden habe. Also, das Studium wird jetzt noch bis... Letzte Prüfung habe ich, glaube ich, am 17.02. Ich habe jetzt noch drei Prüfungen. Innere Medizin, Fleischhygiene und Gynäkologie. Und, wenn ich diese Prüfungen fertig habe, habe ich mehr Zeit für YouTube. Es ist so, dass ich mich da, wie gesagt, so entschieden habe, erstmal YouTube an erster Stelle zu setzen. Tierarzt zu sein ist zwar auch, ist halt mega geil und es macht halt riesen Spaß. Aber als ich das Studium angefangen habe, gab es ja noch gar nicht Pete's Meat. So, also Peter schon, aber den Kanal quasi, den Let's Play-Kanal noch nicht. Und da war es halt, oh Fritz, jetzt bist du abgestürzt. Da war es halt noch anders und boah, das ist anstrengend, der Hund, oder? Aber süß. Anstrengend, aber süß. Und du bringst mich voll raus und du stinkst aus dem Mund. Und ja, boah, jetzt hat er mich rausgebracht. Toll, danke Fritz. Na, auf jeden Fall ist es halt so, dass es halt, dass ich halt möchte, also ich möchte mich halt wirklich auf, das ist halt so, es macht halt so viel Spaß, euch zu beglücken mit Videos. Es ist halt awesome. Also es macht halt riesen Spaß, sich die Reaktion von euch durchzulesen, die Videos selber natürlich zu machen, mit den Jungs Spaß zu haben. Das macht Spaß und ich freue mich drauf, auf das nächste Jahr, damit ich mal da mehr Zeit habe, Real-Life-Videos zu machen. Das ist so eine kleine Sache, die ich unbedingt gerne machen möchte. Und du bist echt penetrant, weißt du das? Ich sperre dich gleich raus. Ja, auf jeden Fall möchte ich mehr Real-Life-Videos machen. Das ist auf jeden Fall einer meiner Wünsche, die ich gerne in Erfüllung machen möchte. Ich möchte, vielleicht gibt es eine zweite Staffel von Bram vs. Jay zum Beispiel, die halt wirklich flach fällt, weil man halt keine sonst Zeit hat, um diese Videos zu machen jetzt letztes Jahr. Wir wollen DSA machen, kann man glaube ich schon so sagen. Ich hoffe, dass das ja jetzt nicht nach hinten losgeht, aber wir haben einen 3DS, Nintendo 3DS, besorgt mit Capture Card, sodass wir dann jetzt auch dann die 3DS-Spiele machen, Let's Playen können. Und ich möchte möglichst zeitnah mit Pokémon, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, war es Alpha Saphir oder Omega Saphir? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall die blaue Version zocken. Ich sagte ja zwar in einem Video, dass mir so Remakes eigentlich nicht so viel Spaß machen. Es liegt aber daran, dass ich wieder mal super informiert war. Und ja, doch relativ viel Neues sein soll in diesem Pokémon-Teil. Und ich möchte mir das angucken, denn ich habe auf dem Game Boy Advance damals die Rubin-Version gezockt. Und möchte mich jetzt einfach nochmal durch Höhen kämpfen. Und bin gespannt, wie ihr das findet und freue mich da auf jeden Fall richtig drauf. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet.
dass wir jetzt auch in Zukunft sowas haben. Hadi will vielleicht Zelda Let's Playen, das kommt jetzt auch, glaube ich, dann bald raus. Also wir würden das dann durch die Gegend schicken. Und dann gibt's halt eine weitere Plattform mit Möglichkeit für Let's Plays. Und das finde ich cool. Und ja, jetzt bin ich eigentlich voll abgedriftet, über Weihnachtsvideos zu reden. Ich rede auch schon wieder 10 Minuten oder so, gefühlt. Und dieses Mal gibt es 3 Preise zu gewinnen. Einmal gibt es die Diablo 3 Ultimate Evil Edition für die PS4. Wenn ihr mir euer Lieblingslied in die Kommentare reinballert, für Weihnachten natürlich. Mein Lieblingslied ist die Weihnachtsbäckerei. Und zusätzlich gibt es noch eine kleine Autogrammkarte mit allen Unterschriften von uns 6, die ich noch auf der Gamescom abgestaubt habe. Und die 2 weiteren Preise sind, ist ein Jay-Überraschungspaket. Dafür möchte ich, dass ihr einmal bei Twitter unter dem Hashtag PietSmiet berührt einfach irgendwas reinschreibt. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich finde das nur sehr lustig, da ich glaube nur Dennis und ich diesen Hashtag ziemlich cool finden. Und Christian sich zum Beispiel richtig darüber aufregt. Deswegen bitte einmal Hashtag PietSmiet berührt. Darunter würde ich dann ein Überraschungspaket losen, was natürlich auch ein kleines Autogrammkärtchen beinhaltet. Und dann möchte ich noch, dass ihr, also für das andere Überraschungspaket, wenn ihr das gewinnen möchtet, auf meine Facebook-Pin-Seite der Jay geht und dort einfach ein Bild von euch postet mit einem Weihnachtsbaum, der geschmückt ist. Das würde mich auch mal interessieren, wie nämlich eure Weihnachtsbäume aussehen. Wir schmücken nämlich gleich unseren Weihnachtsbaum und ja, das wird dann cool. Da bin ich gespannt, wie das bei euch so zu Hause aussieht. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch lang genug gelabert und das Video ist auch schon eh viel zu lang. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf ein wunderschönes neues Jahr 2015. Das wird super, hoffe ich. Ciao.